Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier ein paar Packs aufmachen, um zu testen, ob die sich lohnen auf jeden Fall. Wir werden hier die Bronzen aufmachen und die Silbernen. Also ich kann schon mal sagen, diese Bronzen werden sich zu 100% lohnen, weil ihr bekommt hier 12 Spieler. Die könnt ihr Minimum immer für 200 verkaufen. Wenn ihr die dann verkauft habt, habt ihr 2400 Coins. Das Pack kostet nur 1800, also ihr könnt bei diesem Pack gar kein Minus machen. Bei diesen Silbersets natürlich, da kann man Minus machen. Da muss man ungefähr 700 pro Karte rausholen. Ob wir das schaffen, werden wir sehen. Ich werde es einfach mal testen, sind ja nur 5 Stück, werden wir aufmachen. Kann man natürlich auch dicke Silberspieler ziehen, die da über 10.000, 20.000 Münzen wert sind. Da hat man das Pack natürlich direkt drin. Wir werden einfach mal mit so einem Bronze-Set anfangen, weil wir werden so gut wie jeden Spieler nachschauen, ob er was wert ist. Den Rest werde ich auch erstmal in den Verein packen. Also ich werde das meiste wahrscheinlich erstmal in den Verein packen. Habe aktuell nicht so viele Plätze frei, nur 25 Stück oder so. Wenn wir dann nämlich ein paar doppelt ziehen, ja, nicht, dass wir da was abstoßen müssen. Fang einfach mal mit dem ersten Set an. Wie gesagt, ist ja egal eigentlich, was kommt bei diesen Bronzenen. Weil hier werden wir so oder so Gewinn machen. Bei Bronze-Sets kann man sogar Silberspieler ziehen. Wissen viele nicht. Und das ist hier aus der mexikanischen Liga schon mal nicht so schlecht. Also das ist okay. Schauen wir mal, was er wert ist. Vielleicht bringt ja ein bisschen was, der Kollege. So, den schauen wir nach. Der ist nichts wert, aber für 200 werden wir den wegbekommen. Schauen wir mal, ob noch irgendwas Interessantes dabei ist. Wir haben einen doppelt, den bieten wir aber an. Also ist jetzt nichts Interessantes jetzt so dabei, wo ich sage, ja, das wird wahrscheinlich mehr wie 200 bringen. Ja, ist nichts dabei so. Also das ist kein gutes Pack. Ja, den kriegen wir zwar schnell für 200 weg, den Rest müssen wir zwar länger anbieten. Ja, der Schotte wäre vor ein paar Wochen, vor einer anderthalben Woche noch gut gewesen. Aber wie gesagt, das werden wir alles für 100 oder 200 Münzen besser gesagt los. Deswegen ist das okay. Den Karlsruher hier werden wir anbieten. Wie gesagt, ich werde hier keine Bronzekarte abstoßen. Mehrmals anbieten, wird da auch für 200 weggehen. Also das war jetzt ein schwaches Pack, aber wie gesagt, wir machen eh Gewinn, egal was wir ziehen. Wir machen natürlich jetzt das nächste Set auf und hoffen, dass wir jetzt was Gutes ziehen. Es gibt auch ein paar Bronzespieler, die sehr, sehr viel wert sind. Hier bekommen wir eine Silberkarte, ist auf jeden Fall auch nice. Die Mannschaft kenne ich jetzt nicht, wo der Kollege hier spielt. Schauen wir mal. Aber egal, das sind Minimum 100 Coins allein, wenn wir den hier abstoßen. Auf den wird schon geboten. Ja, den werden wir für 300, 400 wegbekommen. Und was haben wir hier noch Interessantes drin? Ein Italiener. Ja, der ist auch nochmal ein bisschen was wert. 300, 400. Auch das ist ein gutes Set. Das ist ein sehr, sehr gutes Set. Der Linksverteidiger, ja, geht auch für 200. Hier noch ein Russe drin. Also das ist ein stabiles Set. Hier hinten sehe ich noch was von der Premier League. Der geht auch für mehr wie 100. Noch einer aus der Serie. Also so beliebten Link kann man immer nachschauen. Der ist jetzt nicht 2000 wert, oder? Ne, 400. Hat mich schon gewundert. Also hier machen wir einen guten Profit aus diesem Pack. Und noch ein Silberspieler, sogar aus der Premier League. Also das ist ein sehr, sehr stabiles Pack. Ja, hier wird auch für 200 safe weggehen. Eher mehr sogar. Ja, 300, 400. Der Linksverteidiger von Leicester könnte sogar auch für 500 gehen. Ja, geht leider auch nur für 200. Aber ist okay, die meisten bringen was. Also aus diesem Set hier machen wir 4.000, 5.000. Er hier bringt auch nochmal so 300, schätze ich jetzt einfach mal, 350 ist okay. Wie gesagt, wir müssen hier nur 200 aus jeder Karte rausholen, um auf jeden Fall Gewinn zu machen. Nächste machen wir auf jeden Fall auch auf. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wenn ihr diese Sets aufmacht, was ihr gezogen habt. Wie gesagt, kann natürlich sein, dass ihr immer einen Silberspieler zieht. Wir ziehen hier den nächsten Silberspieler in diesen Bronze-Sets. Leider wieder keine gute Liga, so wo es Ligen-SBCs gibt. Aber wie gesagt, da kann natürlich noch was drin sein an Bronze-Spieler, die uns sehr, sehr viel helfen können. Aber das sind jetzt wieder nicht so die Silberspieler, besser gesagt Bronze-Spieler, die man sich natürlich hier erhofft. Der vielleicht, ne, bringt gar nichts. Vielleicht die glänzenden beide. Könnten auch ein bisschen was wert sein. Das ist auch nichts wert. Wieder einer aus der schottischen Liga. Okay. Auch nichts wert. Und noch einer aus der Premier League. Ja, die aus der Premier League werdet ihr natürlich ein bisschen schneller los. Wenn wir in den Verein packen, dann halt die anderen beiden werden wir wie immer für 200 auf den Markt stellen. Ja, den werden wir schnell los. Den gibt es nicht so oft. Und den hier schauen wir auch nochmal, was er bringt.
Wie gesagt, packt da einfach eure Liste voll mit dem Zeug, das werdet ihr nach und nach alles verkaufen. Wir haben jetzt hier noch zwei Sets, hatten schon zwei Silberspieler in den Bronze-Dingern, also bis jetzt war es okay. War jetzt noch nichts so Dickes dabei, wo sehr, sehr viel brachte, aber kann ja noch kommen. Wenn natürlich so irgend so ein aus der zweiten englischen Liga dabei ist, wo man für diese SBC aktuell braucht, hat man ja auf jeden Fall den Checkpot. Weiß nicht, welche Liga der ist. Aber 200 kriegen wir auch für ihn safe. Den glänzen dann schauen wir mal noch nach den Linksverteidiger von Deutschland. Ja, den kriegen wir auch safe schnell weg für 200 oder 300. Hier einen von Prömpi noch. Ja, wird auch für 500 gehen ungefähr. 4500 machen wir mal 350. Aber sonst, ja, wieder ein solides Pack, aber kein gutes, auch kein schlechtes. Ja, ihn werden wir auch schnell los. Ja, den Rest würde ich sagen, fangen wir wieder in den Verein, machen das nächste und letzte Pack von denen auf. Wie gesagt, die kosten ja auch nichts. Also 1800, das Zeug könnt ihr behalten, könnt es irgendwann, wenn ihr Platz habt, auf eurer Transferliste verkaufen. So werde ich das nämlich auch machen. Machen wir das letzte Pack auf und schauen mal, was wir hier jetzt bekommen. Also ihr seht, ich habe hier auch öfters mal einen Silberspieler bekommen. Also ist okay, was wir hier bekommt. Wieder einen aus der russischen Liga, okay. Wir haben sehr, sehr wenig aus diesen Ligen bekommen, muss man sagen, wo relativ viel wert sind. Vielleicht ändert sich das bei den Silbersets, werden wir sehen. Aber hier das Set sieht eigentlich stabil aus, weil da zwei von der Premier League drin sind. Er hier geht für 400, also das ist schon mal gut. Der ist schon mal doppelt so viel wert, wie man braucht. Und der ist aus der saudi-arabischen Liga, der könnte auch für ein bisschen was gehen. Ja, geht für gar nichts. Der hier ist aus der spanischen Liga, auch interessant. Auch der geht für 400, also ihr seht, da macht man schon ordentlichen Profit. Also die Hälfte wird da ungefähr Profit sein von diesem Pack. Ja, der wird auch mehr wie Abstoß bringen. Werde ich jetzt mal nicht nachschauen, schauen wir ihn hier noch nach. Den Everton-Spieler, 200 auch safe, eher sogar mehr bei ihm. Rest in den Verein, die anderen beiden wieder auf die Transferliste. Also wir haben noch ordentlich Platz, könnten theoretisch noch ein bisschen was doppelt ziehen. So, bieten wir einfach an. So, der ist auch nichts wert, einfach für 200 drauf. Die Leute kaufen die immer nach und nach, immer draufstellen, weil es gibt immer Challenges, wo man Sachen kaufen muss. Werden die immer verkaufen. Ganz einfaches Prinzip. So, jetzt machen wir die hier auf. Bei denen hier werde ich jetzt mehr nachrechnen, weil ob wir genau die 8500 rausbekommen. Vielleicht mache ich da auch nur 2, 3 auf, wenn wir merken, oh, die sind gar nicht gut. Aber wenn die gut sind, werden wir alle 5 aufmachen. Werden wir einfach jetzt mal mit dem ersten anfangen, weil 8500 Münzen ist schon einiges für 12 Silberspieler. Aber wenn man natürlich ein Dabo oder sowas zieht, dann lohnt sich das natürlich. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Ja, der Kollege ist, glaube ich, nichts wert. Schauen wir einfach mal, was wir hier drin haben. Der hier ist nichts wert, 300. Und das ist ein schlechtes Pack, das ist ein richtig schlechtes Pack, also. Hier sind alle nichts wert, der hier vielleicht von den Rangers, 2, obwohl, da gab es jetzt nur einen für 200. Dann würde man auch für einen Tausender, besser gesagt 700 wegbekommen, aber wir brauchen 700 durchschnittlich für eine Karte und er hier ist die beste Karte mit 750, das ist natürlich nicht so gut, der Rest wird nicht viel bringen, obwohl, der bringt auch nochmal was, auch nochmal 700, dann muss ich doch auch nochmal nachschauen, ob da vielleicht noch irgendjemand doch noch was bringt, aber glaube ich jetzt nicht, dass die hier was bringen. Oh, der ist aus der ersten französischen Liga, habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, der bringt auch nochmal einen Tausender, also ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe im ersten Moment, aber ist schon nicht gut. Wir machen hier auf jeden Fall Verlust bei diesem Pack. Ja, da hat der 200 wert. Wir werden die, wo da doppelt sind, auf jeden Fall auch noch reinstellen. So, der ist gar nichts wert, 350. Wie gesagt, wir brauchen 700 pro Karte, um mit 0 rauszugehen. Und ihr seht, das sieht überhaupt gar nicht so aus, dass man hier mit 0 rausgeht, weil hier werden wir mit Minus rausgehen, mit diesem Pack mit 3k Minus Minimum. Es gab mal die Silbersets, die besser waren, wo man Gewinn gemacht hat, die für 5000. Jetzt kosten die 8500. Ich weiß nicht, ob das dieselben waren, aber bei denen hier macht man schon Verlust bis jetzt. Also bei dem ersten haben wir jetzt hier 3, 4k deutlich Verlust gemacht. Sind wir ganz ehrlich, haben wir so gesehen. Machen einfach mal noch eins auf.
also maximal zwei. Wie gesagt, wenn die nicht gut sind, mache ich jetzt nur noch eins, zwei auf, weil das ist dann einfach Coins-Verbrennung, das braucht man dann einfach nicht. Wenn die natürlich einen dicken geben, dann haben wir das natürlich wieder raus. Ja, hier könnte was wert sein, russische Liga, Innenverteidiger, Silber, ist natürlich nicht schlecht, aber na, der Rest sieht wieder katastrophal aus. Ja, okay, er bringt 2000, das heißt, er reißt uns im Endeffekt drei Spieler raus, aber die anderen Spieler werden nichts bringen. Bin ich mir relativ sicher, weil die anderen Spieler sehen wieder aus, ja, nicht gut. Okay, er könnte auch nochmal, bringt auch nochmal einen Tower. Hey, warum ist denn der 1000 wert? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Kollege jetzt auch nochmal fast einen 1000er bringt. Hier noch irgendwas Interessantes. Er hier aus der zweiten englischen Liga. Es geben sehr, sehr viele aus der kolumbianischen Liga. Er ist nichts wert, 3-400. Also auch mit dem Pack gehen wir mit Minus raus. Also, naja, wenn ihr eure Coins da nicht verschwenden wollt, würde ich euch empfehlen, diese Sets dann lieber zu lassen. Bei ihm hier machen wir auch 0 auf 0. Wie gesagt, wir brauchen 700 pro Karte da, um keinen Verlust zu machen. Wir machen noch eins auf, wenn dann wieder Minus rauskommt, dann werde ich die nicht mehr aufmachen, weil das ist ja wirklich Verschwendung. Eine Chance gebe ich den Packs noch. So, wenn nicht, lassen wir das mit den Packs, weil die waren echt nicht gut. Die Bronze-Sets waren okay, aber die hier, wie gesagt, ich möchte nicht pro Pack 3-4k Minus machen. Das ist nicht meine Intention da. Die letzten waren gut, da haben wir irgendwie Gewinn gemacht bei diesen letzten Silber-Sets mit den 5k. Klar, man kann hier theoretisch auch einen Dabo oder einen Cristiano, die sau viel wert sind. Könnte man theoretisch versuchen, die zu bekommen. Vielleicht mache ich die beiden jetzt auch noch auf. Mal schauen. Ja, er hier bringt was. Ja, ist jetzt nicht so schlecht, das Pack. Aber 1000 ungefähr für ihn. Was bringt der Argentinier? Warum ist denn der so viel? Na, sagen wir 500, dann sind wir bei 1500. Rechnen wir jetzt mal genau durch, was das Pack bringt. 300, 1800 ungefähr. Oh, der ist auch wieder was wert. Ja, ja, sind wir bei 2,5 ungefähr. Der Kollege. Ah, der ist nichts wert. 2,7. Nein, ist auch nichts wert. 2,9. Aber ja, das ist natürlich nicht gut. Der hier vielleicht nochmal ein bisschen war. Ja, okay, 1. Ah, wenn wir für fast 2 wegbekommen, dann sind wir bei ja, 4,5 ungefähr. Ja, hier. Ja, okay, geht auch nochmal fast für ein 1000er. 5,5. Also das ist, glaube ich, das beste Pack. Also so viel machen wir hier nicht minus. Ja, der wird auch nochmal für ja, fast ein 1000er gehen. Sind wir hier bei 6,5. Werden wir das Pack vielleicht fast rausbekommen. Werden wir mit den beiden hier bei 7 ungefähr sein. Ja, 7 ungefähr. Also wir haben ja 7000 ungefähr rausbekommen aus dem Pack. Ja, 1500 minus kann man verkraften. Also ist, na, ist nicht, natürlich wollte ich hier Profit rausziehen. Weil ich dachte, ja, vielleicht lohnen diese Sets sich wieder. Wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, die Bronze-Sets lohnen sich zu 100%. Bei denen hier weiß man es nicht. Ich werde die jetzt beide noch ziehen, weil ich jetzt nochmal direkt nachrechnen möchte, wie viel Profit oder wie viel Verlust man genau macht. Ihr habt es jetzt gesehen, wir haben jetzt ungefähr bei diesem letzten Pack, wo ich jeden Spieler mitgerechnet habe, genau 1500 minus gemacht. Na, ja, hier gibt es wahrscheinlich auch nichts wert, der Kollege. Wenn ihr es natürlich öfter sehen wollt, dass ich so Packs dann einfach teste, gebt auf jeden Fall einfach einen Daumen nach oben. Abstoß. 300 sagen wir. Ja, der ist ein bisschen mehr wert. Ja, fast ein 1000er. 700 sind mit dem anderen zusammen 1000er. Aber auch jetzt nicht so viel. 1300 dann. Er hier. Ja, bringt ein 1000er, sind wir bei 2,3. Aber ja, das ist trotzdem kein gutes Pack. 3 ungefähr. Ja, die werden alle nichts bringen. Der hier vielleicht noch, weil er in der Serie A spielt. Ja, der ist auch nichts wert. Also hier werden wir auch wieder 2,3k Minus machen. Ja, also lasst die Packs, diese Packs auf jeden Fall, wie gesagt, ich mache die nur, um euch zu zeigen. Ja, der hier wird für 400 gehen, aber wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen zocken wollt, ja, habt ihr Glück. Kann sein, dass ihr ein Dabo oder so zieht, habt ihr direkt das Pack drin. Klar,
Also da habt ihr die ganzen Packs drin, aber ihr seht, was bei mir für eine Scheiße kam. Okay, der ist jetzt auch nochmal 900 wert, ist okay. Manche Spieler unterschätzt man auch. Hab vielleicht in den ersten Packs ein paar nicht gesehen, die vielleicht über 1000er wert waren. Kann auch sein, weil wir haben jetzt bei dem, wo wir direkt durchgezählt haben, nur 1500 Minus gemacht. Ist jetzt nicht so viel, kann natürlich das letzte Pack hier retten. Also wir haben bei den vier, die wir jetzt gemacht haben, keinen Profit gemacht. Das kann man schon mal ganz klar so sagen. Wie gesagt, also die haben sich bis jetzt überhaupt nicht gelohnt. Machen wir das letzte jetzt mal auf. Schauen wir einfach mal, vielleicht lohnt sich das jetzt. Der könnte was gehen wegen Prompi, Deutscher. Der könnte was gehen, für was gehen. Also vielleicht rettete der uns. Und noch einen von Prompi. Also das Pack scheint interessant zu sein. Das rechnen wir mal nach, komplett nochmal das Pack. Okay, also na, 1000 ist er wert. Okay, da haben wir schon mal 300 sozusagen bei ihm Gewinn, weil jede Karte im Endeffekt 700 kostet. Ja, den werden wir auch für einen 1000er wegbekommen. Ja, 1000 werden wir auch für ihn bekommen, einfach öfters. Hä? 300 nur? Okay, von Prompi geht da eigentlich für mehr, sage ich. Also da gibt es jetzt viel, den werden wir für 1000 verkaufen, den hier, weil... Da haben jetzt, wie viele gab es da jetzt für 300? 2, 3 Stück. Irgendwie, ja, der wird auf jeden Fall für 1000, weil die Sets jetzt reinkommen, werden die Spieler natürlich auch günstiger. Ich werde den aber auf jeden Fall für 1000 verkaufen. So, bei Prompi braucht man auch bei der Schmeichel-SPC. Sind wir hier bei 2, 3 von mexikanischer Liga hier. Vielleicht bringt er auch nochmal was. Ah, 300. 6 sind, bei 2, 6 sind wir hier. Bei ihm hier, was ist, bringt der hier? Ah, 6-700. Ja, 3-3 ungefähr. Also hier werden wir auch sehr wahrscheinlich wieder mit Minus rausgehen. Also, ja, lass die Packs auf jeden Fall. Ja, hier vielleicht noch mal ein bisschen was. Okay. Und Brasilianer kann natürlich auch ein bisschen was wert sein, aber wohl, von welcher Liga ist der? Ah, aber... Ja, ich werde die eh für teurer verkaufen, wie die hier sind. Also, wenn da zum Beispiel welche für 400 drin sind, ich werde den hier trotzdem für 800 anbieten. Also, ich werde so gesehen trotzdem kein Minus machen. Okay. Ja, das ist wieder nicht der Robber, das Pack, also. 5-2 sind wir hier. 5-4. Ja, okay, was bringt der? Ja, auch Abstoß. Ja, okay, hier haben wir nochmal ungefähr 3k Verlust gemacht bei diesem Pack. Aber wie gesagt, ich möchte es euch zeigen, dann seht ihr, dass ihr diese auf jeden Fall nicht machen wollt. Außer ihr wollt auf jeden Fall zocken, dann könnt ihr diese Packs natürlich machen. Aber wie gesagt, ich zeige es euch. Ich hatte eh Bock, die zu ziehen, weil ich dachte, vielleicht lohnen die sich nicht. Für mich ist es nicht viel Verlust, weil, wie gesagt, wir machen hier ein bisschen Verlust. Vielleicht mit den ganzen Packs so 10, 15k ist nicht viel. Das werden wir wieder reinholen. Werden wir ruckzuck wieder reinholen, das ist ja kein Problem. Deswegen würde ich sagen, war nur ein Experiment, Freunde, so, um zu testen, ob diese Sets gut sind. Macht die Bronze-Sets auf jeden Fall auf, die Silber nicht, nur wenn ihr zocken wollt, dann macht die auf. Dann würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.